Ein herzliches Willkommen und wir haben ein Jubiläums-Special. Über 500 Abonnenten feiere ich hier und bedanke mich da auf jeden Fall recht herzlich für alle, die auf meiner Reise hier dabei waren. Und ja, 537 sind es mittlerweile geworden. Ich habe so ein bisschen weniger Zeit gehabt, so die letzten Wochen, deswegen habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, war mal eine Woche ein bisschen eine Pause. Und ja, es gab schon mal so ein Special, so 100 Abonnenten Special hier, ist schon mittlerweile 5 Monate her. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz. Vor allem freue ich mich jedes Mal die Art und Weise, wie in den Kommentaren miteinander umgegangen wird. Es gibt ja mittlerweile jetzt einen Discord-Channel. Der gute Aldo hat mich da ein bisschen motiviert, da ein bisschen ja, ein Feuer dahinter zu kriegen bei den Discord-Geschichten. Und ja, es läuft mittlerweile echt, echt toll. Und wer da gerne mit dabei sein möchte, gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich einen Einladungslink reinschreiben. Und langsam kristallisiert sich das Ziel raus, was ich eigentlich vorher gehabt habe. Der Name So Rare Together ist eigentlich einfach irgendwie ausgewürfelt worden, sondern der Sinn von der ganzen Sache war, ich will nicht immer nur der Oberschlaumeier, der Oberlehrer sein und nur meine Gedanken teilen, sondern die ganze Community sollte sich gemeinsam gegenseitig helfen. Das hat auf dem YouTube-Channel so langsam gewachsen, aber im Discord finde ich, dass da wirklich sich gegenseitig geholfen wird mit Updates, Transfer-News, irgendwelche Line-Up-Talks, Tipps und Tricks etc. Dementsprechend ist das genau das, was ich mir vorgestellt habe unter dem Channel, den ich gestartet habe. Und ja, momentan eben über 500 Abonnenten. Das Ziel sind 1000 Abonnenten. Deswegen, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jeder weiß, dass ich nicht derjenige bin, der jedes Video startet mit einem Battle-Angriff um Likes und Abonnenten. Aber ich habe das letztens bei einem anderen YouTuber gesehen in einem Kommentar. Da hat sich ein Zuschauer beschwert, dass der YouTuber zu viel Werbung schalten würde. Und ich habe mir dann über einen anderen Account meine Videos mal angeguckt und tatsächlich, teilweise ist YouTube so dreist und schaltet 2 Werbungen in Folge zum Start. Eine oft dabei, die nicht zu unterbrechen ist, die muss man zu Ende gucken. Also sehr, sehr nervig, finde ich persönlich. Ich bin kein Fan von Werbungen. Und versucht das immer wieder zu umgehen, weil das mir einfach zu viel wertvolle Zeit kostet. Dementsprechend, also wer auf mich böse ist wegen Werbung, ich kann da nichts einstellen, ich wüsste es zumindest nicht. Solange man nicht die 1000 Abonnenten erreicht hat, kann man da anscheinend nichts Großartiges umstellen. Das ist das Problem, was ich mit YouTube habe. Bevor die 1000 Abonnenten voll sind, verdienen sie somit 100% an meinem Content mit. Deswegen, wer noch nicht abonniert hat, bitte drückt diesen kostenlosen Abo-Button, dass YouTube hier nicht die Arbeit zu 100% von allen YouTubern, auch allen anderen Kanälen, ich sehe es, andere So Rare YouTube-Channels, die sind auch irgendwo so bei 2, 3, 4, 5, 600 Abonnenten. Einer ist sogar bei irgendwie 900 Abonnenten stecken geblieben und hat dann irgendwie aufgehört, was ich halt sehr, sehr schade finde, dadurch, dass somit wertvolle Informationen, guter Content, sind doch einige YouTuber, die sehr, sehr wertvollen Content bringen. Im Bereich So Rare, auch im englischsprachigen Bereich, gibt es einige ganz, ganz große als auch kleine. Und dementsprechend, ja, meine Bitte, egal welchen Channel, ob es jetzt meiner ist, muss es eben bei mir sein, aber auch bei anderen, wenn ihr da mal 2, 3, 4, 5 Videos guckt und ihr wisst, ihr werdet immer wieder mal gern reingucken, weil ihr den Content gut findet, einfach den Abo-Button drücken. Und ja, mein Ziel ist auf jeden Fall die 1000 Abonnenten und ab dann werdet ihr zu 1000% nie wieder mehr irgendwas hören über einen Abo-Button oder irgendwie ein Like oder sowas. Und ja, wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich da nicht großartig ein Marktschreier bin. Ja, auf jeden Fall gibt es auch ein Giveaway zur Feier des Tages. Wie schon beim 100 Abo-Special wird es hier ein Giveaway geben. Ich habe mir da Gedanken gemacht und ich werde einen Torhüter verlosen. Es wird der gute Dani Jimenez sein, Torhüter bei Leganes, ein Zweitliga-Club in Spanien. Die spielen sehr, sehr häufig zu Null. Heute noch im Discord darüber geredet, über Torhüter, und
Da hat einer mir auch geschrieben, dass er gerne eben Torhüter aus der zweiten spanischen Liga nimmt, eben weil die halt neben der argentinischen so die wenigsten Gegentreffer kassieren. Jiménez war lange verletzt, Riesco hat dann seinen Platz übernommen, der ist jetzt in Rente gegangen. Leganes hat eigentlich ein relativ solides Team, ja, in obere Tabellenhälfte, letzten zwei Spiele direkt ein Clean Sheet, also auf jeden Fall einer, über den sich der Gewinner freuen wird. Wie kann man mitspielen, teilnehmen an der Verlosung? Einfach ein Like da lassen, einen Kommentar reinschreiben über alles, was euch auf dem Herzen liegt und natürlich Abonnent des Kanals sein. Die drei Punkte, also liken, Kommentar schreiben, natürlich auch noch in den Kommentaren euren Sorare-nen Namen reinschreiben, falls ihr gewinnt, dass ich die Karte auch richtig zuordnen kann. Und das ist es eigentlich schon gewesen und verlost wird es beim nächsten Gallery Update Video. Ist ja momentan langsam der August schon wieder rum und da wird so ein bisschen Gallery Update bald kommen und da werde ich dann die Verlosung von Dani Jiménez starten. Ansonsten mittlerweile eben ein halbes Jahr vergangen, seitdem ich da dieses 100 Abonnenten Special hatte. Es ging relativ zügig. Dadurch, dass mein alter Channel so ein bisschen verloren gegangen ist, ihr seht, da waren nicht so viele Videos, das ging ziemlich flott auf die 100. Dadurch, ja, dass ich doch noch ein bisschen Content gerettet hatte vom alten Channel. Den ganz, ganz alten Content hatte ich gelöscht bzw. nicht mehr hochgeladen, dadurch, dass vieles nicht mehr aktuell war. Sorare entwickelt sich ja so ein bisschen weiter. Dementsprechend, ja, wer so ein paar alte Videos reinstöbern will, ich sehe da immer wieder ein paar interessante Perlen. Da wird es auch die Idee wird's geben, dass da ein paar Reaction-Videos geben wird. Der gute Chris hatte mich da so ein bisschen darauf hingewiesen, weil es mal interessant wäre, zu sehen, wo ich richtig lag bei den Videos, zum Beispiel von der österreichischen Bundesliga, die ich zuletzt hatte. Ein bisschen weiter oben war das, glaube ich. Oder auch die Predictions für die Goalkeeper, die es halt gab, wobei ich schätze mal Schottland und Belgien, ich habe es an den Klickzahlen gesehen, war jetzt nicht so prickelnd, aber österreichische Bundesliga zum Beispiel oder eben auch La Liga-Torhüter zum Beispiel, gab es auch ein Video, österreichische Torhüter und auch Bundesliga-Torhüter, wo lag ich richtig, wo lag ich falsch, wo hat sich was entwickelt. Ich denke mal, dass das vielleicht spannend sein könnte und das ist auch die Zukunftsausrichtung bei mir. Ich werde immer wieder trotzdem neue Sachen ausprobieren. Es wird, ja, bei den Kurzvideos habt ihr gesehen, da so ein bisschen random lustige Videos einfach reingemacht, damit ich, ja, ich, die Idee war, dass halt neue Fußballbegeisterte auf Sorare gebracht werden, was nutzt nichts, wenn man in der Sorare-Bubble verharrt und alle untereinander sind. Wir brauchen auch schon neue Sorare-Manager, wer da so ein bisschen bei den Stats reingeguckt hat, bei Sorare Base, bei Statistiken Manager, der hat gesehen, dass es, ja, es geht zwar bergauf, das ist so der letzte Trend an neuen Managern, aber wenn man dann halt wirklich guckt, was die letzte Zeit so davor war, zum Beispiel Oktober 21 oder auch letzten Sommer 22, da sind wir noch meilenweit entfernt von den neuen Managerzahlen. Dementsprechend versuche ich so ein bisschen content-technisch so auf lustige Shorts zu gehen. Sobald ich die 1000 Abonnenten voll habe, habe ich schon ein paar Ideen. Da wird es auf jeden Fall was geben. Danach hier gibt es Podcasts. Es wird auf jeden Fall mehr Talks geben. Zuletzt hatte ich schon mit dem Timo einige Gespräche gehabt. Da habe ich jetzt schon ein paar Ideen mit dem einen oder anderen. Ja, noch in der Zukunft sehen. So und so mal die groben Pläne. Ansonsten content-technisch, wie gesagt, da wird es halt immer wieder das geben, was ich sonst ja, gerne mache. Soll ja auch Spaß machen. Eben Themen zum Sorare, wenn die irgendwelche Updates rausbringen, meine Meinung, ab und zu mal Rewards auspacken, aber halt nicht zu viel. Ja, Livestreams könnte es immer wieder geben. Ich hatte da zuletzt mal einen Livestream gehabt. Der ist so ein bisschen außer den Fugen geraten, war dann am Ende fast 2 Stunden. Aber ich habe da doch einiges gelernt und war positiv überrascht. Da waren ja doch einige Zuschauer dabei, also mehr. Ich hatte gerechnet, dass da nur 3-4 Leute zugucken. Am Ende waren es doch viel, viel mehr als erwartet. Hat mir doch am Ende Spaß gemacht, aber war halt auch sehr, sehr ungewohnt. Musste ich mir so ein bisschen anpassen. Sind doch einige Sachen, worauf man da achten muss. Dementsprechend, da wird es auch einiges mehr geben. Die Frage ist halt immer, wie viel Zeit man hat, dadurch, dass ich noch auch andere Projekte noch am Laufen habe. Auf jeden Fall freue ich mich speziell so auf so Talks, das denke ich könnte mir viel Spaß machen und ja, wer da Interesse hat, kann mich immer wieder gerne auf Twitter, beziehungsweise die heißen ja mittlerweile X, da kann man mich auf jeden Fall finden, da habe ich immer wieder Posts auch zu meinen Aufstellungen, das hatte ich ja früher als Video gemacht, war doch ein bisschen zu viel Aufwand, habe ich jetzt so ein bisschen verlagert auf X, beziehungsweise Twitter.
und da ein bisschen meinen Senf dazugeben. Wer da noch ein bisschen gucken will, wie meine Aufstellungen geplant werden, kann da gerne mal reingucken, sofern ihr da registriert seid. Auch einige Karten, die ich kaufe und Begründung warum, ist ein bisschen aktueller als meine Gallery Updates, die halt dann nur für das ganze Monat thematisiert sind, dann ein paar andere News, die es so gibt. Ansonsten auf Instagram könnt ihr mich ebenfalls anschreiben, wenn ihr zum Beispiel dort vertreten seid, da bin ich eigentlich relativ schnell zu erreichen. Und mittlerweile eben auch auf Discord, war ja so ein bisschen am Anfang skeptisch mit dem ganzen Discord-Zeugs, aber habe mich mittlerweile daran gewöhnt und weiß es mittlerweile zu schätzen. Also wie gesagt, ein sehr tolles Tool, um gegenseitig sich zu helfen. Und ansonsten gucken wir mal rein, wie sind meine letzten Game Weeks so ein bisschen abgelaufen. Also sehr, sehr mager, muss ich ehrlich zugeben. Da lief nicht sehr viel rund. Also wer das letzte Video gesehen hat von den Rewards auspacken, da war noch allwegs was okay. Janis Horn damals, eine Rare-Karte, Lingang Hyun war noch okay, Lavalee eine Tier-5-Karte. Und danach eben nur noch Platz 30 bei Asia, das war noch okay. Seelyung Kwo, ja gut, die haben mich jetzt gehalten, weil die Hoffnung für Südkorea stirbt zuletzt, dass da mal die Coverage geklärt wird. Und hier hatte ich Platz 77 erreicht, mit einem Did Not Play von Paco Alcacer als Captain, das hat wehgetan. War ein sehr, sehr starkes Score, sonst wäre da wirklich viel, viel möglich, mehr möglich gewesen. Der scheint wieder zu wechseln, deswegen hat er nicht gespielt. Ist halt bitter, es hatte ich nicht auf dem Schirm. Der war im letzten Spiel noch dabei und wurde eigentlich nur ausgewechselt. Ne, umgekehrt, er wurde nur eingewechselt, so war es dann. Dachte ich mir, okay, du wirst halt geschont für dieses Champions League Spiel und danach hat er gar nicht gespielt. Das hat halt wehgetan. Ansonsten einen kleinen Threshold geholt mit Adrien Hono als Reward. Nichts Besonderes, glaube 2 Euro wert. Also wie gesagt, sehr mager und sogar die Game Week 399, da habe ich sogar gar nichts gewonnen gehabt. Dann seht ihr 398 und dann ab Game Week 400 gab es nochmal was. Dementsprechend, lief nicht viel rum die letzten Wochen. Der große Threshold auch reihenweise immer wieder verpasst, da habe ich mich auch so ein bisschen angepasst. Ansonsten die letzte Game Week, da war viel möglich, vieles was daneben gegangen ist eben. Bei Academy, bei den Trainings-Events, da läuft gar nichts zusammen. Einige Turniere habe ich dann annulliert, um Karten zu verkaufen. Also ihr seht von unten nach oben, da war jetzt nicht viel drin. Viele Did Not Plays wieder mal. Einige, die sehr überraschend waren, zum Beispiel hier Joseph Martinez. Da habe ich den kleinen Threshold verpasst um 43 Punkte. Also wenn der gespielt hätte, der hätte sicherlich irgendwas gerissen. Tut also ein bisschen weh, 5 Dollar will man nicht unbedingt herschenken. Dann Cap 240, habe ich es mit 4 Karten geschafft. Auch hier wieder ein Did Not Play, Sergio Cordova, nicht mal eingewechselt, hat wehgetan. Ist sich am Ende doch noch ausgegangen mit 260 Punkten. Aber nichtsdestotrotz, wenn der vielleicht gespielt hätte, ein Tor-Assist, dann hätte es vielleicht sogar noch einen Reward gegeben. Vor allem Baumann, endlich mal macht er da so einen ordentlichen Score. 11 Meter gehalten, 92 Punkte, dann tut er so ein bisschen weh. Dann gucken wir nach oben, also da ging es dann richtig ab, America Champion, knappen Reward verpasst, 333 Punkte mit meinem Atlas Deck, ja, war relativ durchwachsen, Brandon Vasquez hat nicht viel gemacht, also einen guten Allround Score, Spiel ging 0-0 aus bei Atlas, war eigentlich nicht so schlecht. Dann bei All-Star Limited gibt es eine Tier 4 Karte, hier natürlich sehr, sehr bitter. Die Offensive von Barcelona hat ja 4-3 gewonnen, aber die 3 Gegentore, gerade bei Marc-André Ter Stegen, haben halt viel, viel mehr verhindert. Dementsprechend so ein bisschen schade. Cap 270, da hatten wir 360 Punkte. Da hat eigentlich in Summe nur Frankie de Jong abgeliefert. Salzburg hatte ein Gegentor kassiert gegen Wolfsburg, haben dann das Spiel noch 2-1 gewonnen hinten raus. Ansonsten auch hier französische Liga 367 Punkte und dann bist du ja eigentlich fast meilenweit entfernt von den Rewards. Kapitänstechnisch theoretisch falsch ausgesucht. Dembélé hatte nur 49 Punkte, hatte eine riesen Chance gehabt, da glaube ich in der 75. oder so, da hätte das machen können. Dann wäre sicherlich mehr drin gewesen. Marquinhos haben sie noch Punkte abgezwackt, die mir hinten raus noch einen Gegentreffer kassiert, komplett unnötig gewesen. Ja, ist halt so, aber halt 367 Punkte, man gewinnt nichts, ist natürlich traurig. MLS Amateur auch 375 Punkte, auch hier ein 100 Punkte erwischt mit Ricky Puig, der Rest war nicht so wirklich prickelnd. Hier eben auch Mbappé mit 100 Punkten und hier hatte ich Florian Wirtz auch noch drin bei Bundesliga mit 94 Punkten.
Dementsprechend eigentlich ganz gut getroffen bei Amateuren. Der Höhepunkt war eigentlich die französische Liga Amateur. Da hatte ich eben mit Lopez fast 100 Punkte, Bemba 100 Punkte und Mbappé hatte glaube ich auch irgendwie 95 oder was hat er denn gehabt? 90 Punkte und im letzten Spiel Guiri. Ja, die hatten einen Mann mehr, 2:0 geführt und dann hat er halt nicht irgendwie ein Tor-Assist gemacht. Wenn er da irgendeinen Decisive zusammenbringt, dann marschiert man dann wahrscheinlich so auf 480 Punkte oder so um den Dreh. Dann gibt es vielleicht so eine Tier 2, Tier 3 Karte. Ich glaube, eine Tier 3 Karte ist das dann, dadurch, dass da die Rangliste sehr kopflastig ist. Und bei der Liga Pro gibt es eine Tier 3 Karte gleich zum Open. Hier gab es 405 Punkte. Leider haben sie Griezmann ein bisschen zu früh ausgewechselt. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Die haben ja 7:0 gewonnen. Ich glaube, bei seiner Auswechslung stand es erst 4:0. Ja, ist halt so. Und von German Pezzella, 4 Gegentore. Da brauchst du nicht viel erzählen. Jeder andere, den ich da aufgestellt hätte, hätte mich dann noch ein bisschen weiter höher hoch katapultiert. Aber sei es drum, ist eigentlich mal so wieder mal so ein kleiner Lichtblick. Vor allem der große Threshold, der ist es halt gewesen. Alles andere ist halt wirklich so Draufgabe. Da habe ich jetzt umgestellt. Ich lasse jetzt mir nur noch in Fiat-Währung erstmal am Will. Und da muss man halt irgendwo mal, ja, die 200, 300, 400 Euro, die man braucht, für den Keeper mal vollkriegen. Dementsprechend fokussiere ich mich so ein bisschen jetzt auf die Fiat-Währung. Dadurch, dass ich, wenn ihm irgendwie ein paar Euros fehlen, kann ich immer noch was einzahlen. So, wie hier Wolfsburg, Sebastian Bornau, den habe ich ja schon mal. Werde ich wahrscheinlich versuchen dann zu verkaufen, weil der jetzt, glaube ich, seinen Stammplatz verloren hat. Das ist ein bisschen bitter. Tier 3 Karte, Argentinier, Mittelfeld, Sevilla, Lucas Ocampos ist jetzt auch relativ okay. Jetzt nicht so, was ich brauche. Ist halt gut, dass die halt in der Midweek einsetzbar ist, die Karte, weil Sevilla in der Champions League dabei ist. Also Sebastian Bornau, da ist jetzt nichts Besonderes. Was kostet der jetzt mittlerweile? Liegt irgendwo preislich im unteren Bereich, irgendwo bei 2 Euro. Wie gesagt, der spielt halt nichts mehr. Ist aber noch ein junger Spieler, der wird schon irgendwo wechseln oder seine Einsatzzeit kriegen, wenn einer sich verletzt. War ja auch im Nationalteam dabei. Hat, glaube ich, im Nationalteam nicht gespielt, aber war zumindest im Kader. Da bin ich mal guter Dinge, aber ist also nicht so optimal als Reward für eine Tier 4 Karte. Aber wenigstens ist er noch jung. Lucas Ocampos, der ist ein bisschen hochwertiger. Der liegt preislich 0,0043 ETH. Das sind so um den Dreh 8 Euro. Ist halt eine Mittelfeldspielerkarte. Da habe ich schon bei Sevilla Gudelj, wobei Gudelj noch ein Ticken defensiver ist. Gucken wir, was scorestechnisch bei ihm so geht. Ja, die ersten drei Spiele waren nicht so schlecht bei ihm. Ansonsten auch immer wieder mit viel Rotation. Ich denke mal, sobald die Gruppenphase startet, werde ich so ein bisschen mich von Sevilla trennen, wobei die halt einen schlechten Saisonstart hatten. Der Tabellenletzter mit 0 Punkten. Dementsprechend so ein bisschen suboptimal. Aber gut, 8 Euro um den Dreh, dann noch 2 Euro von Bornau, wenn der da irgendwo mal wieder spielt oder vielleicht doch noch in der, vor der Transfer-Deadline wechselt. Vielleicht gibt es noch ein bisschen was zu schnappen. Und eben 50 Euro, also 50 Dollar Threshold ist auf jeden Fall etwas, wo man anfangen kann. Da muss man mal gucken, was ich mache. Ich brauche gleich eh noch irgendwie einen Stürmer, da habe ich noch ein, zwei im Blick. Wobei ich ja zuletzt eh noch eben Ercan Kara geholt habe. Ich hoffe, dass der wirklich in die Türkei zu Samsunspor wechselt und dort direkt Stammspieler wird, das wäre natürlich optimal. Da bin ich noch ein bisschen am Schwächeln. Sollte das alles aufgehen, dann werde ich gucken, dass ich mir da noch einen Rare Keeper organisiere. In diesem Sinne, nicht vergessen, einen Kommentar abgeben, Like auf das Video und ja, Abonnent des Kanals sein, dann gibt es da nicht im Minis zu gewinnen. Und ja, freue mich, wenn du so lange dran geblieben bist und bedanke mich dafür, dass du zugesehen hast und dann bis zum nächsten Mal.